Schönen guten Abend, sehr geehrter Herr Professor Drafny, sehr geehrter Herr Kaube, sehr geehrter Herr Klostermann, liebe Mitglieder der Gesellschaft für das Buch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch im Namen des Verlags Vittorio Klostermann sehr herzlich in der Deutschen Nationalbibliothek. Gerne überbringe ich Ihnen auch die Grüße unserer Generaldirektorin, Frau Dr. Niggemann, die leider heute nicht hier sein kann und das sehr bedauert. Begrüßen darf ich auch Herrn Arnulf Heidegger und den stellvertretenden Generalkonsul Frankreichs, Herrn Mrozek. In diesen Minuten beginnt im Leipziger Gewandhaus der Festakt zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse. Dort würde man Sie eigentlich vermuten, lieber Herr Klostermann, aber Sie sind heute hier, um das Erscheinen der Denktagebücher Martin Heideggers im Rahmen der Gesamtausgabe mit dieser Veranstaltung zu begleiten. Dafür sagen wir Ihnen sehr herzlichen Dank. Als Herr Klostermann mit diesem Veranstaltungsvorschlag auf uns zugekommen ist, haben wir sehr gerne zugesagt. Die schwarzen Hefte Heideggers haben bereits im Vorfeld der Veröffentlichung für sehr viel Aufregung gesorgt. Sie bieten Anlass zur Auseinandersetzung und wir bieten gerne das Forum für ein Gespräch und eine Diskussion zum Thema. Meine Damen und Herren, Sie haben es spätestens am Büchertisch gesehen. Die Bände der Gesamtausgabe, die Martin Heideggers schwarze Hefte enthalten, über die seit Wochen in der Presse debattiert wird, liegt nun also als Veröffentlichung vor. Und jeder kann sich nun ein eigenes Urteil anhand des Textes bilden und die umstrittenen Passagen im Originalkontext lesen. Heidegger selbst hatte die Hefte ans Ende der Gesamtausgabe platziert. Das erklärt den späten Erscheinungstermin innerhalb der Gesamtausgabe. Der Grund für die auch oder vor allem in Frankreich geführten heftigen Diskussionen sind Textstellen, die als antisemitisch eingestuft wurden und die bereits vor der Veröffentlichung bekannt geworden waren. Diskussionen um Heidegger und den Antisemitismus sind allerdings nichts Neues. Welche andere Dimension beinhalten also die schwarzen Hefte? Sie, sehr geehrter Herr Drafny, haben es in der Zeit formuliert. Mit den Heften sei klar, dass Heidegger sein antijüdisches Ressentiment, das Sie einen seinsgeschichtlichen Antisemitismus nennen, zum Anlass philosophischer Gedanken gemacht hat. So erhalte das Ressentiment eine andere, erschreckende Dimension. In Ihrem Beitrag in der Zeit schreiben Sie aber auch, und ich darf Sie nochmal zitieren, dass die gewiss schmerzhaften Ideen des Denkers zur Situation der Juden Ende der 30er, Anfang der 40er und auch noch nach dem Krieg nichts oder nur wenig daran ändern können, dass Heidegger einer der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts ist. Damit müsse, so Ihre Forderung, die Bereitschaft einhergehen, die diskutierten Passagen nicht wegzureden, sondern sich ihnen immer wieder auszusetzen. Und genau das soll heute Abend stattfinden, zunächst im Gespräch zwischen Peter Drafny und Jürgen Kaube und anschließend sehr gerne auch im Gespräch mit Ihnen, mit dem Publikum. Mit Peter Drafny und Jürgen Kaube haben wir zwei ausgewiesene Kenner des Heideggerschen Werkes hier auf dem Podium und auf Ihr Gespräch dürfen wir sehr gespannt sein. Herr Klostermann wird nun kurz ins Thema einführen und es auch übernehmen, die Protagonisten des heutigen Abends ausführlicher vorzustellen. Ich darf mich abschließend noch bei allen ganz herzlich bedanken, die diese Veranstaltung am heutigen Abend ermöglicht haben. Meine Damen und Herren, ich wünsche uns allen einen anregenden Abend mit hoffentlich erhellenden Einsichten. Vielen Dank.